Hallo Internet! Heute sprechen wir über die Bedeutung des Pluszeichens in der Quantenmechanik, unter anderem in Bezug auf die bedauernswerte Katze. Die Quantenmechanik bildet seit 1926 in unveränderter Form die Grundlage für unser Verständnis der Physik. Trotzdem kursieren leider zahllose Missverständnisse und falsche Aussagen zur Quantenmechanik. Viele dieser Missverständnisse kann man an der Bedeutung dieses Plusses festmachen. Und deshalb möchte ich heute darüber sprechen. Die Quantenmechanik ist keine Erweiterung der klassischen Physik, wie sie vor 1926 im Gebrauch war. Stattdessen vollzieht die Quantenmechanik einen harten Bruch, der die Physik auf eine völlig neue Grundlage stellt. Es ist treffender, die Quantenmechanik als eine Erweiterung der Wahrscheinlichkeitsrechnung aufzufassen, die auf unsere Beobachtung der physikalischen Welt angewandt wird. Die alten Vorhersagen der klassischen Physik ergeben sich in vielen, aber nicht in allen Fällen als grobe Näherungen an die exakten quantenmechanischen Vorhersagen. Wir wollen nun an einem Beispiel besprechen, inwiefern die Quantenmechanik die Wahrscheinlichkeitsrechnung erweitert. Dazu stellen wir uns einen sechsseitigen Würfel vor. Nachdem wir verdeckt gewürfelt haben, indem wir den Würfel in dieser schwarzen Box gründlich genug hin und her schütteln, können wir mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung folgende Aussage treffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Würfel eine 1 zeigt, wenn wir nachsehen, ist 1 Sechstel. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Würfel eine 2 zeigt, 1 Sechstel und so weiter. Jedenfalls wird der Würfel eine 1 oder eine 2 oder eine 3 oder eine 4 oder eine 5 oder eine 6 zeigen, jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Demgegenüber möchte ich die Aussagen eines bestimmten quantenmechanischen Zustandes stellen. Ein Zustand in der Quantenmechanik ist die Zusammenfassung des Wissens, das wir durch die Beobachtung eines vollständigen Satzes beobachtbarer Größen erhalten. Ein Beispiel. Wir legen den Würfel so in die Box, dass die 1 oben liegt. Dies entspricht der Beobachtung eines vollständigen Satzes beobachtbarer Größen, in unserem Fall nur der Augenzahl. Wir drücken unser Wissen in den Zustand 1 aus. Der senkrechte Strich und der Winkel gehören zur symbolischen Schreibweise für Quantenzustände. Gemeinsam mit der Beschriftung in der Mitte ergeben sie ein als Kett bezeichnetes Symbol, das einen bestimmten quantenmechanischen Zustand darstellt. Nun schütteln wir die Box, ohne den Würfel dabei zu beobachten. Wenn wir alles Nötige über das System und die Einwirkungen präzise wissen, erlaubt uns die Quantenmechanik theoretisch, unser anfängliches Wissen über den Würfel durch diese Veränderungen hindurch in die Zukunft fortzusetzen. Wir haben dabei weder Wissen gewonnen noch Wissen verloren. Daher kann unser Wissen zu diesem späteren Zeitpunkt auch als Zustand dargestellt werden. Nehmen wir an, unsere Berechnungen ergeben nach dem Schütteln folgenden Zustand. 1 durch Wurzel aus 6 mal Zustand 1 plus 1 durch Wurzel aus 6 mal Zustand 2 plus und so weiter. Zunächst ist dieses Gebilde tatsächlich ein Zustand, denn gemäß einer Kernaussage der Quantenmechanik sind gewichtete Summen von Zuständen selbst wieder Zustände. Mathematisch sagt man, die Zustände formen einen Vektorraum, in dem Zustände addiert und mit komplexen Zahlen multipliziert werden können. Was aber bedeuten die Pluszeichen und die Gewichtszahlen physikalisch? Die Zahlen nennt man Amplituden und die Quantenmechanik lehrt uns, dass wir den Absolutbetrag einer Amplitude quadrieren müssen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, bei einer Beobachtung das entsprechende Resultat zu sehen. Diese Amplitude von 1 durch Wurzel aus 6 zeigt uns also, dass wir die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel haben, bei einer Beobachtung der Augenzahl eine 1 vorzufinden. Genauso zeigt diese Amplitude, dass wir mit Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel eine 2 beobachten werden und so weiter. Das Plus sollte man, ähnlich wie in der gewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung, als Oder verstehen. Das Addieren alternativer Möglichkeiten ist keine neue Erfindung der Quantenmechanik.
In der gewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung addiert man ja die Wahrscheinlichkeiten alternativer Möglichkeiten, die zum Resultat beitragen. Will man zum Beispiel wissen, wie wahrscheinlich man eine ungerade Zahl würfelt, also eine 1 oder eine 3 oder eine 5, so muss man die Wahrscheinlichkeiten für diese Augenzahlen addieren. Ein Sechstel plus ein Sechstel plus ein Sechstel ist ein Halb. Wichtig ist aber zu beachten, dass in der quantenmechanischen Formel nicht Wahrscheinlichkeiten, sondern mit Amplituden gewichtete Zustandsvektoren addiert werden. Auf die Folgen dieser entscheidenden Neuerung gehen wir später noch ein. Wir sehen an diesem Beispiel auch, dass die Quantenmechanik eine nicht deterministische physikalische Theorie ist. Obwohl wir am Anfang eine vollständige Beobachtung durchgeführt hatten und alle folgenden Einwirkungen kannten, sagt uns die Theorie keine bestimmte Beobachtung vorher, sondern sie liefert Wahrscheinlichkeiten für mehrere verschiedene alternative Ergebnisse. Gemäß dieses Zustandes werden wir, wenn wir die Augenzahl beobachten, eine 1 oder eine 2 oder eine 3 und so weiter jeweils mit Wahrscheinlichkeit ein Sechstel erwarten. Dieser Zustand impliziert somit die oben stehende wahrscheinlichkeitstheoretische Aussage. Die Frage ist, ist dieser Zustand identisch mit der Wahrscheinlichkeitsaussage? Die Antwort ist nein. Dieser quantenmechanische Zustand enthält weitere Informationen, die sich nicht in den Wahrscheinlichkeiten zur Beobachtung bestimmter Augenzahlen widerspiegelt. Die mathematische Grundlage dafür ist, dass die Amplituden in der Quantenmechanik komplexe Zahlen sind. Eine komplexe Zahl hat zusätzlich zu ihrem Absolutbetrag, der hier die Wahrscheinlichkeit bestimmt, eine sogenannte Phase, die man sich als einen Winkel zwischen 0 und 360 Grad vorstellen kann. In diesem ersten Beispiel habe ich alle Phasen auf 0 Grad gesetzt, sodass die Amplituden positive reelle Zahlen sind. Unsere Rechnung hätte aber für eine Amplitude statt 1 durch Wurzel aus 6 genauso gut minus 1 durch Wurzel aus 6 oder i, die imaginäre Einheit, durch Wurzel aus 6 ergeben können, was Phasen von 180 Grad beziehungsweise 90 Grad entspräche. Eine gleichmäßige Drehung der Phasen über alle Amplituden hinweg hat keine physikalische Bedeutung. Eine Änderung der relativen Phase zweier Amplituden ist hingegen relevant und führt auf einen physikalisch anderen Zustand. Allerdings gelten für diese Zustände, die sich nur in den Phasen der Amplituden unterscheiden, dieselben Wahrscheinlichkeitsaussagen bezüglich der Augenzahl. Sie bedeuten also beide, dass wir jede Augenzahl mit derselben Wahrscheinlichkeit erwarten. Wo verbergen sich die physikalischen Unterschiede dieser verschiedenen Zustände? Die Antwort liegt darin, dass es neben der Augenzahl weitere beobachtbare Größen geben muss, die man zwar nicht gleichzeitig mit der Augenzahl, aber alternativ zur Augenzahl beobachten kann. Man sagt, diese anderen Größen sind quantenmechanisch komplementär zur Augenzahl. Ein solcher Zustand, in dem die vorhergesagte Augenzahl unbestimmt ist, da ja die Amplituden für mehrere Augenzahlen ungleich Null sind, enthält stets in Form der relativen Phasen dieser Amplituden bestimmtes Wissen über komplementäre Größen, die man anstelle der Augenzahl beobachten kann. Was wäre nun ein konkretes Beispiel für eine zur Augenzahl komplementäre Größe? Für den Würfel kommt mir aus Gründen, die wir später noch besprechen werden, kein griffiges Beispiel in den Sinn. Wir wollen daher für den Rest dieses Videos zu einem einfacheren System wechseln. Wir werfen eine Münze, bei der eine vollständige Beobachtung ergibt, dass der Kopf der Münze entweder nach oben oder nach unten zeigt. Wir haben also zwei unterscheidbare Zustände, die wir kurz Up und Down nennen wollen.
Genauer gesagt soll unsere Münze ein Elektron sein, dessen Spin wir entlang der Z-Achse beobachten. Dabei sind genau diese zwei Ergebnisse möglich. Der Spin ist entweder up oder down in Bezug auf die Z-Achse. Das heißt, die Komponente des Spin in Richtung der Z-Achse ist entweder plus h quer halbe oder minus h quer halbe. Zu Beginn präparieren wir das Elektron im Zustand up. Wir lassen dann ein Magnetfeld auf das Elektron einwirken, ohne den Spin währenddessen zu beobachten. Die Wirkung des Magnetfeldes entspricht dem Schütteln der Box im vorherigen Beispiel, ist aber viel gleichmäßiger und leichter zu kontrollieren. Wenn wir das Magnetfeld und die Einwirkungsdauer genau festlegen, können wir mit Hilfe quantenmechanischer Formeln den Zustand des Elektrons nach der Einwirkung berechnen. Sagen wir, wir wählen alle Parameter so, dass schließlich der Zustand 1 durch Wurzel aus 2 up plus 1 durch Wurzel aus 2 down herauskommt. Wir wissen bereits, wie dies wahrscheinlichkeitstheoretisch zu interpretieren ist. Die Spin-Komponente in Z-Richtung ist nun up oder down, wenn wir sie beobachten. Durch Quadrieren der Absolutwerte der Amplituden sehen wir, dass mit Wahrscheinlichkeit 1/2 der Spin in Z-Richtung up und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 der Spin in Z-Richtung down sein wird. Das Magnetfeld hat sozusagen den Spin in Z-Richtung mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% umgeklappt. Der berechnete Zustand enthält aber mehr Information als diese 50-50-Aussage. Und in diesem Beispiel können wir konkret beantworten, welcher Art diese Information ist. Die komplementären Größen, die wir alternativ zur Spin-Komponente in Z-Richtung beobachten können, sind nämlich die Spin-Komponente in X-Richtung und die Spin-Komponente in Y-Richtung. Wir können auch beliebige Richtungen dazwischen messen. Die Komplementarität zeigt sich allerdings am stärksten bezüglich zweier Richtungen, die im rechten Winkel zueinander stehen. Jedenfalls können wir zu jeder Zeit nur die Spin-Komponente entlang einer einzigen Richtung messen. Um die Verhältnisse dieser beobachtbaren Größen besser zu verstehen, müssen wir ein wenig tiefer in die Mathematik der Zustände eintauchen. Die beiden Zustände Up und Down, die wir als sogenannte Kettvektoren schreiben, bilden eine Basis des Vektorraumes der Zustände. Das bedeutet, dass jeder allgemeine Zustand Psi als gewichtete Summe dieser beiden Zustände geschrieben werden kann. Wir führen nun als weitere Symbole die sogenannten Bra-Vektoren Up und Down ein. Diese bilden eine zu diesen Kettvektoren duale Basis des dualen Vektorraumes. Das klingt kompliziert, bedeutet aber nur, dass wir jeweils einen Bra-Vektor und einen Kettvektor paaren können und dass dabei die folgenden Gleichungen gelten. Up mit Up ist 1, Up mit Down ist 0, Down mit Up ist 0 und Down mit Down ist 1. Für allgemeine Vektoren werden diese Definitionen linear fortgesetzt. Diese Gleichungen erhalten physikalische Bedeutung, sobald wir festlegen, dass die Kettvektoren unser Wissen über das System repräsentieren, während die Bra-Vektoren für Fragen darüber stehen, was wir beobachten. Die Paarung zweier Zustände AB als Bracket A mit B gibt uns die Amplitude dafür, ein System, das wir im Zustand B wissen, als im Zustand A zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit erhalten wir nach der Born'schen Regel, wie gehabt, indem wir den Absolutbetrag der Amplitude quadrieren. Die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron, das wir im Zustand down wissen, als up zu beobachten, ist demnach Absolutbetrag von up mit down zum Quadrat ist gleich 0, also 0%. Dieselbe Aussage gilt in der umgekehrten Richtung. Die beiden Zustände up und down sind also mit Sicherheit unterscheidbar. Wenn wir das Elektron
im Zustand ab wissen, ist dagegen die Wahrscheinlichkeit, es als ab zu beobachten, Absolutbetrag von ab mit ab zum Quadrat ist gleich 1, also 100%. Dies rechtfertigt im Nachhinein, dass wir von einem wohldefinierten Abzustand sprechen, indem wir mit Sicherheit wissen, dass die Z-Komponente des Spins plus h quer halbe ist. Wir schreiben nochmals den Zustand nach Einwirken des Magnetfeldes an und geben ihm den Namen L. Weiters definieren wir einen Zustand R, der sich von L durch die relative Phase der beiden Amplituden unterscheidet. Auch für diese Zustände gibt es entsprechende Bra-Symbole. Wir müssen dabei nur beachten, dass die Amplituden beim Übergang vom Ket zum Bra komplex konjugiert werden. Da wir hier nur reelle Zahlen verwendet haben, macht dies keinen Unterschied. Wir können diese Gleichungen auch leicht invertieren und Up und Down im Gegenzug durch L und R ausdrücken. Dabei bemerken wir eine gewisse Symmetrie zwischen den Zuständen Up und Down auf der einen und L und R auf der anderen Seite. Tatsächlich finden wir, wenn wir die Paarungen der L und R, Bras und Kets berechnen, dass diese exakt die gleiche Form wie die Paarungen von Up und Down annehmen. L mit L ist 1, L mit R ist 0, R mit L ist 0 und R mit R ist 1. Die Verhältnisse zwischen L und R sind völlig analog zu den Verhältnissen zwischen Up und Down. Eine Basis aus den Vektoren L und R ist somit für eine Beschreibung des Elektronenspins gleichwertig zur Up-Down-Basis. Was ist die physikalische Bedeutung der Zustände L und R? Der Zustand L besagt, dass die Spin-Komponente in X-Richtung mit Sicherheit plus h quer halbe sein wird. Entsprechend sagt R eine x-Komponente von minus h quer halbe vorher. Aus der Definition von L können wir ablesen, dass im Zustand L die z-Komponente mit Wahrscheinlichkeit 50% up und mit Wahrscheinlichkeit 50% down sein wird. Umgekehrt, wenn wir das Elektron im Zustand up wissen, wird die x-Komponente mit Wahrscheinlichkeit 50% positiv, Zustand L, und mit Wahrscheinlichkeit 50% negativ, Zustand R sein. Die Z- und X-Komponenten des Spins sind somit komplementär zueinander und können nicht gleichzeitig bekannt sein. Der aufmerksame Zuseher mag einwenden, dass hier nach den Regeln der gewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung ein Widerspruch aufzutreten scheint. Wissen wir das Elektron im Zustand L, so erwarten wir zu 50% up und zu 50% down. 50% up und 50% down bedeuten aber wiederum, dass wir jeweils zu 25% L und zu 25% R erwarten. Insgesamt ist nach dieser Logik die Erwartung von 100% L gleichbedeutend mit der Erwartung von 50% L und 50% R. Ein Widerspruch. Nach den Regeln der Quantenmechanik tritt dieses Problem jedoch nicht auf. Die Quantenmechanik verlangt, dass wir die wechselseitigen Beziehungen von Zuständen durch Wahrscheinlichkeitsamplituden und nicht durch Wahrscheinlichkeiten ausdrücken. Erst im letzten Schritt, wenn wir die Ergebnisse einer tatsächlichen Beobachtung vorhersagen, dürfen und müssen wir zu den Wahrscheinlichkeiten übergehen. Wenn wir dieselbe Überlegung nochmals mit Amplituden durchgehen, entdecken wir etwas Spannendes. An der Tafel sehen wir die korrekte quantenmechanische Rechnung. Die R-Terme haben sich aufgrund der entgegengesetzten Phasen gegenseitig aufgehoben. Im Gegenzug haben sich die L-Terme durch Addieren gleichgerichteter Phasen verstärkt. Man spricht hier von destruktiver bzw. konstruktiver Interferenz. Es ist diese Interferenz von Amplituden, die die Quantenmechanik von der gewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung unterscheidet und die das Plus in der Quantenmechanik so viel interessanter macht als das gewöhnliche Oder der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Wir erkennen jetzt auch, dass nur durch diese Interferenz die völlig symmetrischen Beziehungen zwischen Up-Down auf der einen und LL auf der anderen Seite möglich sind. Analoge Beziehungen gelten auch für die Zustände einer bekannten Spin-Komponente in Y-Richtung. Und tatsächlich finden wir für jede beliebige Richtung entsprechende Zustände. Insgesamt bilden die Zustände des Elektrons eine wunderschöne Darstellung der Rotationssymmetrie des dreidimensionalen Raumes, die jede Richtung gleich behandelt. Und das auf Basis eines erstaunlich einfachen Systems mit nur zwei unterscheidbaren Zuständen. Es zeigt die besondere Anmut der Quantenmechanik, dass sie eine dreidimensionale kontinuierliche Symmetrie wie die Rotationssymmetrie in einem so einfachen System verwirklichen kann. Dieses Zusammenspiel von wenigen einfachen Zuständen und hoher Symmetrie ist die Voraussetzung für sehr wichtige Eigenschaften der Welt, wie die Stabilität von Atomen oder die Regelmäßigkeiten des Periodensystems. Übrigens kann zwischen unterscheidbaren Zuständen keine Interferenz auftreten, da unterscheidbare Zustände im abstrakten Zustandsraum gleichsam im rechten Winkel zueinander stehen. Es gilt nämlich auch in diesem abstrakten Vektorraum der Satz des Pythagoras, der besagt, dass sich die Quadrate von Längen entlang zueinander orthogonal stehender Seiten addieren. Der Satz des Pythagoras ist in diesem Zusammenhang nichts anderes als die Aussage, dass sich die Wahrscheinlichkeiten unterscheidbarer alternativer Ereignisse addieren. Die Quantenmechanik enthält also eine elegante, abstrakt-geometrische Erweiterung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die sich im Fall orthogonaler, das heißt unterscheidbarer Zustände, auf die gewöhnliche Wahrscheinlichkeitsrechnung reduziert. Wir haben gesehen, dass ein quantenmechanischer Zustand mehr Informationen enthält als nur die Wahrscheinlichkeiten, die sich aus den Absolutquadraten der Amplituden bezüglich einer einzigen gewählten Basis ergeben. Tatsächlich kann man für jeden Zustand einen Satz beobachtbarer Größen finden, deren Ergebnisse dieser Zustand mit Bestimmtheit, das heißt mit 100% Wahrscheinlichkeit, vorhersagt. Ein Zustand, auch reiner Zustand genannt, stellt in diesem Sinne maximales Wissen über das System dar. Praktisch gesehen ist es unmöglich, solch vollständiges Wissen über ein physikalisches System zu erhalten. Die reinen Zustände stellen eine Idealisierung dar. Wie geht nun die Quantenmechanik mit unvollständigem Wissen um? Ich habe ja eingangs behauptet, dass man die Quantenmechanik als eine Erweiterung der Wahrscheinlichkeitsrechnung sehen kann. Die Quantenmechanik muss also zumindest all das leisten, was die Wahrscheinlichkeitsrechnung kann. Kann die Quantenmechanik solch unvollständiges Wissen darstellen? Die Antwort ist ja, aber nicht durch reine Zustände. Mithilfe der sogenannten Dichtematrix kann man auch in der Quantenmechanik unvollständiges Wissen darstellen, mit der gesamten Bandbreite von völligem Nichtwissen bis zur maximalen Bestimmtheit eines reinen Zustandes. Es würde leider den Rahmen dieses Videos sprengen, darauf näher einzugehen. Auch der Verlust von Wissen durch unvollständige Kenntnis der Wechselwirkungen eines Systems mit der Außenwelt kann im Dichte-Matrix-Formalismus behandelt werden. Diesen Wissensverlust durch unbeobachtete Wechselwirkungen nennt man Dekohärenz. Wenn man das Schütteln der Würfelbox in diesem Sinne realistischer behandelte, müsste man beachten, dass durch die unbeobachteten Wechselwirkungen mit der Umgebung, zum Beispiel durch thermische Bewegung und Strahlung, durch Schallwellen, aber auch durch die unvollständige Kenntnis der Kräfte, die die Box durchschütteln, ständig Wissen über den Würfel verloren geht. Nach kürzester Zeit wären die relativen Phasen völlig unbekannt und man müsste anstatt eines reinen Zustandes eine dichte Matrix ungefähr der folgenden Form annehmen. Eine solche dichte Matrix wäre dann wirklich identisch mit der wahrscheinlichkeitstheoretischen Aussage, dass jede Augenzahl gleich wahrscheinlich ist und dass darüber hinaus keine Information vorliegt. Aufgrund dieser Dekohärenz
können wir bei makroskopischen Systemen auch keine realistischen Beispiele für komplementäre Größen finden. Die experimentelle Realisierung dieser theoretischen Messgrößen wäre schlicht nicht machbar. Zusammenfassend: Das Plus zwischen Zustandsvektoren kann man als Oder verstehen, mit dem Zusatz, dass die relativen Phasen der addierten Vektoren eine Rolle spielen. Der berüchtigte Zustand 1 durch Wurzel 2 lebendig plus 1 durch Wurzel 2 tot von Schrödingers misshandeltem Haustier besagt daher keineswegs, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig wäre, sondern dass man die Katze tot oder lebendig weiß, mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit, und dass darüber hinaus sichere Informationen über eine zur Lebendigkeit komplementäre Größe vorliegt. Wie am Beispiel des Würfels besprochen, ist ein so hoher Grad an Wissen über ein makroskopisches System höchst unplausibel, und man müsste eine realistische Katze eher mit einer Dichtematrix wie dieser beschreiben, da aufgrund der unbekannten Wechselwirkungen mit der Umgebung das Wissen über die relativen Phasen der makroskopischen Möglichkeiten tot oder lebendig und damit das Wissen über dazu komplementäre Größen binnen kürzester Zeit verloren geht. Ich möchte betonen, dass die Dekohärenz die Quantenmechanik keinesfalls zu einer deterministischen Theorie macht. Für eine Katze, die wir noch nicht beobachtet haben, kann durchaus eine Wahrscheinlichkeit von je 50% Lebendigkeit oder Tod gelten, wie in dieser beispielhaften Dichtematrix. Die Katze wird also nicht nur oft missverstanden, sie ist auch ein schlechtes Beispiel, um Quantenmechanik zu erklären, da gerade die Besonderheiten der Quantenmechanik gegenüber der gewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung, nämlich Interferenz und Komplementarität, an ihr nicht verdeutlicht werden. Nehmt daher bitte das nächste Mal ein Elektron für eure Gedankenexperimente und lasst die arme Katze in Frieden. Ist das, was ich in diesem Video erklärt habe, eine Frage der Interpretation? Nein, denn die Quantenmechanik sagt uns völlig eindeutig, dass ein System nicht in zwei unterscheidbaren Zuständen zugleich sein kann. Die Gleichung Bracket lebendig mit tot ist gleich null bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Katze im Zustand tot, im Zustand lebendig zu finden, 0% beträgt. Diese Zustände sind unterscheidbar und ihre gleichzeitige Realisierung ist daher unmöglich. Hier besteht kein Interpretationsspielraum. Die Aussage, die Katze wäre gleichzeitig tot und lebendig, ist schlicht falsch. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich werde sie dann entweder dort beantworten oder ein Folgevideo mit Fragen und Antworten machen. Hat euch das Video gefallen, dann teilt es bitte, damit wir die Verwirrung um die Quantenmechanik gemeinsam ein bisschen verringern können.